erster wichtiger Punkt für den Hobbygärtner, der nicht zu viel Zeit dafür investieren möchte. Du musst dein Saatgut vernünftig organisieren. Das ist einmal eine Menge Arbeit, aber das erleichtert dir das Ganze und dann hast du die nächsten Jahre überhaupt keine Arbeit mehr damit. Ich kann zum Beispiel hier mein Saatgut, ist hier vernünftig organisiert in so einem Fachsystem. Ich habe hier in jedem von diesen Fächern habe ich dann so ein Röhrchen drin, so ein Reagenzröhrchen. Wie ich die bastel, zeige ich dir im nächsten Video. Das Gute und welche Vorteile das hat, das Saatgut in solchen Röhrchen zu organisieren, das siehst du dann im nächsten Video. So, auf jeden Fall habe ich jetzt lange überlegt, ja, nach welchen Ordnungsprinzipien sortiere ich die ganzen Dinger. Ich habe dann hier so kleine Daten, habe ich dann 1.4., wann man das aussieht, draufgeschrieben. Aber es ist natürlich völliger Quatsch, weil Karotten kann ich ja am 1.3., am 1.4., am 1.5. Die muss ich ja mal regelmäßig machen. Dafür brauche ich nachher was anderes, auch das zeige ich dir. Wichtig ist erstmal, dass du so ein Regal irgendwie dir organisierst, ob du das mit solchen Fächern machst oder irgendwie anders, ist deine Sache, aber ich finde das hier sehr praktisch. Ich habe das schon gesehen, auch bei den Garten-YouTubern, die haben da alle immer ihre Kiste, wo dann ihre 1000 Saattütchen drin sind und dann suchen die da stundenlang drin rum. Wie gesagt, kann ich alles machen, wenn ich das nicht hauptberuflich mache, wenn ich den ganzen Tag dafür Zeit habe, aber nicht, wenn das so nebenher mitlaufen soll. Und das war auch mein Fehler, habe ich dann auch immer so Tüten gehabt und oh Gott, und dann hat man dann irgendwelche Saatgüter, die sind dann alt, die sind abgelaufen und so. Und hier habe ich wirklich alles, auch das, was ich esse, das, was ich mag, auch ganz wichtiger Tipp, baue nur das an, was du auch wirklich magst. Ich habe irgendwann auch gedacht, hey, Mensch, ich baue was an, weil ich es interessant finde oder irgendeine spannende Sorte. Ich habe auch viel Zeit darauf verschwendet, 50 verschiedene Tomatensorten anzubauen. Viel wichtiger wäre es gewesen, mir 3 Sorten rauszusuchen. Gut, dafür muss man vielleicht ein Jahr mal vielleicht 10, 15 Sorten pflanzen, um zu gucken, welche bei dir in deinem Klima am besten kommen. Und dann nimmst du dir wirklich diese 3 jedes Jahr, 3 Sorten, jedes Jahr die gleichen, baust die Dinger an. Kannst vielleicht mal jedes Jahr mal eine austauschen. Ansonsten funktioniert das nicht, zumindest nicht nebenbei. Da muss man schon wesentlich mehr Zeit darauf verwenden. So, Tomaten ist natürlich so das Ding, das machen ganz viele, aber ich will ja auch über die Tomaten hinaus noch mehr anbauen. Und das funktioniert nicht, wenn man da sich nur zu sehr auf die Tomaten versteift. Das ist auch ganz wichtig. So, nach welchem Ordnungssystem habe ich das jetzt hier organisiert? Das habe ich tatsächlich jetzt neu gemacht und ich habe es ganz stumpf gemacht, alphabetisch. Man kann das nach Pflanzenfamilien sortieren. Auch das ist natürlich eher was für jemanden, der das hauptberuflich macht und der sich da wirklich mit auskennt. Ich bin so Hobbygärtner, ich habe mir das alles so mal eben hier und da mal angelesen. Und das kann ich dir auch hier vermitteln, dieses Wissen, was ich habe. Ich kann dir nun nicht das tiefgreifende Wissen über die verschiedenen Sorten und so. Da guckst du dir am besten hier Wurzelwerk an. Die hat sehr, sehr gute Informationen oder Garten-Gemüse-Kiosk, wenn du wirklich was über die Pflanzen so ein bisschen wissen willst. Und so. Aber wie gesagt, ich zeige dir hier, wie du organisierst. Und das kann ich sehr gut. Und deswegen ja, möchte ich dich auch mal mitnehmen. Gleich nach oben, dann basteln wir mal solche Saatröhrchen auch zusammen. Jetzt ist auch noch die Frage, welche Sorten nimmst du denn da rein? So, und ich habe einfach ganz stumpf genommen, habe ich gesagt, komm, ich suche mir die Sorten aus, bevor ich mich selber damit, ich habe da, wie gesagt, 2, 3 Jahre mit verschwendet, habe immer geguckt, ja, welche Sorte, habe mir irgendwo hier was bestellt und da was bestellt, alles zusammengesucht. Und jetzt habe ich mir einfach gesagt, wieso? Es gibt diesen Borago-Shop von Selfbio, das ist ja der YouTube-Kanal dazu. Ist jetzt übrigens keine Werbung, ich kriege da gar nichts für. Ich kenne die noch nicht mal persönlich, habe die noch nie gesehen. Aber ich finde das wirklich toll, weil da hat man wirklich schon Sorten vorsortiert. Die haben auch nicht 20, 30 verschiedene Sorten Salat. Die haben auch nicht 20, 30 mal verschiedene rote Beete, sondern die haben schon die Sachen, und das finde ich an dem Shop super, und haben da quasi in dem Shop nur die Sachen drin, wirklich so, die wirklich gut kommen, die einfach sind, wie Groninger, Rosenkohl ist es, glaube ich. Das ist so eine ganz klassische Standardsorte, die geht immer, die ist immer gut, die ist einfach, unkompliziert, ertragreich. So, und solche Sachen haben die. Und da habe ich jetzt wirklich dieses Jahr gesagt, komm, ich bestelle mir einmal, habe ich für 130 Euro Saatgut bestellt. Das klingt jetzt viel, mache ich einmal, ne? Aber im nächsten Jahr nehme ich mein Saatgut dann von den Pflanzen selber, dann habe ich nicht mehr diese hohen Kosten. So, aber einmal das Investieren muss man machen. So, und dann hat man, wie gesagt, alle Sachen hier und auch die Sorten, die wirklich kommen. Ich bin da echt gespannt. Die Hochbeete sind leider noch nicht fertig. Ich werde die wahrscheinlich dieses Jahr noch nicht alle nutzen können, aber eins bestimmt, also auf jeden Fall. Und werde da auch viel, viel ernten, denke ich mal, dieses Jahr. Okay, ich gucke mal auf meinen Spickzettel, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Warum sollte man das Saatgut organisieren, habe ich dir natürlich schon erklärt. Weil wenn du berufstätig bist und das nur so nebenbei machst, würdest du sonst viel Zeit verschwenden, wenn du da in dieser Kiste rumsuchst und rumsortierst. Warum brauchst du so eine Sortimentbox, habe ich ja auch gesagt, wegen den Plastikröhrchen, ist einfach super praktisch. Vielleicht gibt es auch ein anderes System, aber das ist, wie gesagt, nicht super teuer. Kostet 20 Euro so ein Kasten hier, ne?
Und das kann man auf jeden Fall machen. Und welches Ordnungsprinzip habe ich dir auch schon gesagt. Dann kannst du dich freuen auf das nächste Video. Da gehen wir jetzt gleich zusammen in die Garage und dann basteln wir mal diese Saatröhrchen.